bin für gleiche Rechte, für Schwule und Lesben, für Männer und Frauen, für Jugendliche und für Alte, für Menschen mit Migrationshintergrund und ohne, für alle Menschen. Ich bin für gleiche Rechte für alle, weil es nicht sein kann, dass Menschen in Bayern sich betrinken und in Berlin das Kiffen verboten ist. Für gleiche Rechte für alle, weil jedes Kind in Deutschland das Recht auf Bildung hat. Ich bin für gleiche Rechte beim Zugang zum Internet. Jeder soll einen Zugang zum Netz haben, der gleiche Geschwindigkeit und natürlich auch kostenlos, also gleiche Voraussetzungen bietet. Ein freies Netz für alle. Ich bin für gleiche Rechte für Frauen und Männer, für Homosexuelle und auch bei Tieren. Gleiche Rechte für gleiche Chancen in Stadt und Land, Nord und Süd und in Ost und West, überall in Deutschland. Ich bin für gleiche Rechte für homosexuelle Menschen. Ich bin ganz grundsätzlich für gleiche Rechte und nicht für ein bisschen gleiche Rechte. Das fängt an, dass Schwule, Lesben, Transgender gleiche Rechte haben sollten. Also zum Beispiel auch das Eheschließungsrecht oder das Adoptionsrecht. Gleiche Rechte kann nicht abhängig sein von der Nationalität, von der ethnischen oder religiösen Herkunft eines Menschen. Das heißt, Menschen, die türkische Staatsbürgerschaft haben, dürfen deswegen aber in einer demokratischen Gesellschaft nicht diskriminiert werden. Und ich bin selbstverständlich für gleiche Rechte für Frauen. Wir sind 52%. Und ich sage ja nicht einmal, dass wir 52% wollen, sondern wir wollen 50%. Aber noch einmal, gleiche Rechte sind gleiche Rechte und nicht ein bisschen. Für gleiche Rechte auch für Radfahrerinnen und Radfahrer. Denn Autofahrer und Autofahrerinnen haben ganz viel Platz, aber Radfahrer brauchen noch viel mehr Platz, damit man in der Stadt besser vorankommt. Ich bin für gleiche Rechte für junge und alte Menschen, weil eine Gesellschaft aus mehr Leuten besteht, aus Alten oder Jungen. Eine Gesellschaft muss zusammenhalten, deswegen gleiche Rechte für junge und alte Menschen. Ich bin für gleiche Rechte für alle Betroffenen des Klimawandels, egal ob sie aus Entwicklungsländern oder Industrieländern kommen. Ich bin für gleiche Rechte für Frauen, weil Frauen in unserer Gesellschaft immer noch strukturell benachteiligt werden, was man zum Beispiel an der mangelnden Repräsentation in Parlamenten sieht.